oft tut. Ein riesen Dschungelbiom ist das. So, da ist jetzt ein... Ich glaube, ich werde doch mal den Apfel... Ich will ihn eigentlich gar nicht essen, aber... Was? Der hat mir bloß zwei gebracht? Wollt ihr mich verarschen? Ich dachte, der heilt eben hier, bis man komplett wieder geheilt ist. Ja, das ist ja mal zum Wegreiern. Ach, dort hinten an dem Baum war schon, wie die Fackeln zeigen. Das heißt, wir sind relativ nah an unserer Bude. Aber dann habe ich hier hinten noch diesen einsamen Baum gesehen. Das kann natürlich sein, dass wir bei dem auch schon gewesen sind. Trotzdem werde ich dort einfach mal hingehen. Weil es ist ja nicht ausgeschlossen, dass es dort was gibt. Ach, hier ist ein Dschungelbiom. Das ist sogar direkt in der, relativ in der Nähe zu unserem Haus. Das würde heißen, wir müssten uns das auch mal angucken. Aber erstmal sind wir jetzt wieder gebremst, weil wir nur noch drei auf unserer Hungerleiste haben. Drei Stück Fleisch. Na. Ach, es ist gleich kritisch, weil es da schon wieder dunkel wird. Da sind wir extrem viele rote Blumen, aber jetzt gucke ich erstmal nach dem Baum. Was es da so Tolles im Angebot gibt. Genau, Kuh. So sieht's doch aus. Oh, eine Kiste gibt's dort. Instant Damage, wie jetzt für mich oder was? Ich will es eigentlich gar nicht ausprobieren. Wenn ich ehrlich sein soll. Weil das klingt ja doch relativ brutal. Ich würde das gerne wieder an den Baum dran pinnen. So. Da mache ich ja eine Fackel hin, dass ich weiß, dort war ich schon. Und jetzt müssen wir nur noch unsere Unterkunft finden, die hier... Was? Die irgendwo hier hinten war. Oh, 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 oh. Jetzt kriegen wir mal gleich ein Problem. Jetzt kriegen wir gleich ein Problem. Oh, da hinten Enderman. Eine Spinne. Kommt dort von rechts. Eieiei. Ah. Dort drüben ist unsere Unterkunft. Eieiei, wir werden von Massenkriepern. Ah. Oh nee, kommt. Das ist nie euer Ernst, ja, die Krieper. Ist hier... Oh ne, warum habe ich eigentlich zugemacht? Komm, rein, 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 rein. Oh, scheiße. Oh ne, scheiße, scheiße, scheiße. Oh, das ist jetzt nicht wahr, Leute. Oh oh. Oh ne, es hat ja unsere Kiste. Scheiße. Komm ran, du Sau. Es gibt nur noch ein Ziel. Wir müssen hier dicht machen. Dann schlafen gehen. Hoffentlich. Und dann ist nämlich Tag und dann können wir unser Zeug sichern. Ach, scheiße. Oh! Wow, das kann doch nicht wahr sein. Oh, guckt euch das mal an hier. Oh.
Habe ich jetzt irgendwas zu essen eingesammelt? Nee, natürlich wieder nicht. Die Kisten, dort will ich haben die Kisten. Oder was zu essen. Komm, gib mir die Kisten. Gib mir die Kisten. Jetzt. So, die stelle ich mir jetzt erstmal fix hierher. Dass man wenigstens unser Zeug dort schnell. Na, wie geht das jetzt so? Vollkommen egal, ob das jetzt irgendwie sortiert ist oder nicht, aber ich will mein Zeug unbedingt retten, bevor ich ja möglicherweise noch drauf gehe. Das wäre nämlich extrem scheiße. Und dann müssen wir unsere Unterkunft erstmal wieder aufbauen. Na gut, dann können wir die eigentlich gleich hier um die Kisten bauen, würde ich auch mal behaupten. Auch wenn ich eigentlich nie vorhatte, hier irgendwie großartig was an Haus zu bauen, aber jetzt wird uns nichts anderes übrig bleiben. Ich werde jetzt noch was essen. Hui, das war jetzt schon eine sehr kritische Situation gewesen. Die hätte auch total schief gehen können. So, jetzt nehme ich mal hier mal das Zeug. Habe ich dort hier noch mehr Gravel? Quatsch. Ich meine Cobblestone, meine ich natürlich. Nee, Quatsch. Ich hätte gerne Eisenschaufel. Ich hätte doch Eisenschaufel gemacht hier. So, dann baue ich jetzt einmal fix hier was drum. Aus Stein. Weil die nächste Nacht, die kommt bestimmt. Da wird der Baum hier mal dran glauben müssen, leider. Aus Platzgründen. Wo sind eigentlich meine Ofen? Habe ich die auch jetzt eingesammelt oder sind die drauf gegangen jetzt bei der Aktion? Ofen und der Crafting Table. Hier ist der Crafting Table und wo ist der Ofen? Ich meine, ich könnte mir den Ofen auch einfach neu machen, aber die Sache ist halt die, dass dort, da war, Kohle drin. Na gut, wenn auch nicht viel. Seltsam. Na egal. Jetzt tun wir erstmal gut daran hier ganz schnell. Da kommt ihr Blumen, ihr müsst leider weg. Uns einen Bunker zu bauen. Ja, natürlich das alte Gebiet mit einfasst. Glas und so eine Späße kommt dann. Ich sollte mir, glaube ich, erstmal einen Ofen bauen, bevor ich dann überhaupt nichts mehr machen kann. So, wo stelle ich die Crafting Bench ab? Hier in der Mitte. Ach, das ist bitter, ey. Das ist bitter. Ich stelle mal erstmal dort hin. Ich glaube, die Crafting Bench, die stellen wir dann dort einmal daneben. Jetzt müssen wir uns doch ganz kurzfristig ein Haus bauen. Ah, oh, furchtbar. Eigentlich wollte ich ja in dieser Höhle hausen bleiben, aber man lässt uns ja nicht in Frieden. Daher, das Haus, das wird jetzt sicher auch nicht das Schönste, aber es muss halt zum Überleben. Muss es reichen. Erstmal die ganze Kacke hier wegmachen.
Aber zum Glück sind wir nicht draufgegangen. Wir haben diese schwierige Situation überlebt und das macht natürlich Mut. Und motiviert natürlich. Naja, eigentlich nicht wirklich, aber. So, jetzt brauche ich eine Viererhöhe, damit ich das Dach bauen kann. Weil ich mag gerne immer eine Dreierhöhe bei Häusern. Also, dass der Innenraum 3 hoch ist, sozusagen. Weil ich finde, 2 hoch ist ja dann schon ein bisschen, naja, lächerlich. Die Höhe. So, jetzt kommt hier einfach schnell ein Dach drauf. Ich fange einfach mal hier an. Ach, das war blöd. Das war blöd. Und dann hier die Details. Die kommen dann später noch dazu. Also ich sag mal der Ausbau. Hoch. Dieses komische gurgelnde Geräusch, was ihr vielleicht jetzt im Hintergrund hört, ist mein Geschirrspüler. Ach, jetzt habe ich mich ja eingebaut. Ist natürlich auch blöd. Bleibt nur zu hoffen, dass der Stein auch ausreicht. Das könnte knapp werden. Dann könnte ich nämlich auf das Dach dann meine Weizenform bauen. Mensch, das macht nicht einfach eine Kacke. Das muss ich erstmal hier beleuchten. Wo sind meine Fackeln? Eine Fackel ist übrig geblieben. So ein bisschen mau. Nee, doch, hier sind sie. Aber wo ist der Ofen? Bin ich blind oder was? Ich hätte doch dort einen Ofen stehen. Der muss doch irgendwo hin verschwunden sein. Der kann ja einfach weg sein durch die Explosion. Oder kann das sowas sein, dass da das Zeug einfach dann irgendwie, ich sag mal, verschwindet oder zerstört wird? Ja, ich glaube, das reicht nicht hier, oder? Nee, niemals. Viere fehlen noch, die tun wir uns mal schnell hier unten abbauen. Sand gibt es dann dort auch noch zum für Glas. Dann mache ich das mal schnell zu. Puh, so, jetzt sind wir sicher. Wenn auch nicht schön, aber immerhin. Das Bett lasse ich auch mal dort unten stehen erstmal. So, die zwei Music Discs kommen gleich mal hier an prominenter Stelle. Genau. Bisschen Glas hier abbauen mal für. Quatsch, Sand abbauen, damit wir ein bisschen Glas machen können. Ich hoffe, ich rupp jetzt hier nie irgendwie. Müsste eigentlich ausreichend Glas bringen. Ja, es ist anders gekommen als erwartet. Ich hätte gedacht, ich könnte erst mir in Ruhe die Berge erkunden und naja. Da wurden wir ja ganz schön naja, ihr wisst schon. So, jetzt brauche ich aber auch erstmal mehr Zeug. Ich werde aber jetzt hier nie extra Cleanstone machen. Ich würde das einfach unten abbauen. Die Bude dann hier mit Cobblestone ausbauen und das reicht dann auch.
Es ist ja kein endlos Let's Play, wo man auf schön achten muss, sag ich mal, sondern es ist ja bloß diese Map, alle LPs finden und dann fertig. Was anderes ist das ja im Grunde auch nicht.